Herzlich willkommen zur Porten Espresso Show. Und wir haben, wie Sie ja alle schon inzwischen bestimmt bemerkt haben, in ganz Nordhessen und darüber hinaus, jeder spricht und hört irgendetwas von Kassel. Wenn er Glück hat, sieht er auch was. Und wenn er noch größeres Glück hat, geht er zur Documenta und das sollte er tun. Zu diesem Thema möchte ich jetzt Herrn Professor Brock begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Brock. Schön, dass Sie zu uns nach Kassel gekommen sind. Sie haben die komplette Documenta schon gesehen. Sie sind das, was man einen alten Documenta-Hasen nennt. Nämlich seit 68 kennen Sie die Documenta, haben Sie mir gerade eben erzählt. 68 hat wer die Documenta noch gemacht? Das war noch das Kollektivgremium und ich kam durch von Butler als einem der drei großen Bestimmenden rein in die Anlage der Besucherschulen. Das ging ja darum, dass wir bei der hessischen Landesregierung, beim Oberbürgermeister Kassel und beim Innenministerium in Bonn, damals zu D-Mark-Zeiten, beantragen mussten, einen zweiten Documenta-Etat zu bekommen. Denn wenn das Publikum, und das verlangte ja die Geldgebermannschaft, wirklich etwas von der Documenta haben sollte, wenn sie also etwas lernen konnte, wenn sie es beurteilen können sollte, dann müssten die Besucher ja wissen, aus welchen möglichen Exponaten die Documenta-Macher ausgewählt haben. Denn ich weiß nicht, wie ich eine Wahl beurteilen kann, wenn ich nicht weiß, was anderes hätte gezeigt werden können. War das das, was man die Findungskommission nennt? Genau. Also hätte ja zu Recht mit diesem politischen Bildungsauftrag der Documenta jede Documenta aus zwei Teilen bestehen müssen. Die Documenta dessen, was jemals die Autoren zeigen wollten, die Kuratoren zeigen wollten, und die Documenta dessen, was sie nicht zeigen wollten. Denn erst im Verhältnis von dem, was man zeigen will, zu dem, was man nicht zeigen will, kann der Betrachter ein Urteil fällen. Sonst ist das Willkür. Und da haben natürlich die Landesregierung, die Bundesinnenministeriumsleute und natürlich auch der Oberbürgermeister gesagt, dafür haben wir kein Geld. Worauf dann der Herr von Friedeburg auf die Idee kam zu sagen, dann gebt ihm doch wenigstens so viel Geld, dass er ein paar Dia anfertigen kann und in der Documenta die Besucherschulen selber als virtuelle Veranstaltung auf der Basis von kleinen Modellen oder von Dias präsentieren kann, sodass die Leute sich bei ihm unterrichten können über das, was eigentlich die Urteilsgrundlage ist, nämlich das Verhältnis von dem, was man hätte zeigen können, zu dem, was wirklich gezeigt hat. Und das war der Beginn der Besucherschulen, die ich dann eben 68, 72, 77, 82, 87 nur schriftlich, 92 bei Jan Hutt auch noch als Videodokumentation zustande gebracht. Das gibt es alles heute noch als Dokumente. An Jan Hutt kann ich mich natürlich deswegen besonders gut erinnern, weil der brachte uns die wunderschöne Treppe auf dem Königsplatz mit ein. Das war ja auch so eine, ich sag mal, Nummer. Denn ursprünglich war die Treppe kein Kunstwerk, das Herr Gustav Lange da inszeniert hat und wurde letztlich wahrscheinlich aus Geldmangel zum Kunstwerk erklärt. Nein, das ist ganz anders. Es gab ja immer eine gewisse Polemik von Seiten der sogenannten Praktiker. Ja, sehen Sie heute die Praktiker der Bank, die Praktiker der Wirtschaft. Ja, alles erweist sich als banausische Ungebildetheit. Und selbst die dümmsten Künstler sind noch leuchtend im Vergleich zu dem, was da im hochfinanzwirtschaftswissenschaftlichen Blabla abgesondert wird. Und so gab es immer Widerstände. Ja, wir die Praktiker, wir die handfesten Kaufleute, wir die Wirtschaftslenker, wir die Banker, wir wissen, wie es wirklich läuft. Ihr Hanseln aus der Kunstwissenschaft, aus der Literaturwissenschaft, aus der Musik. Ihr seid ja so gerade am Rande so ein bisschen für die Behübschung des Damencafés geeignet. Ja, es ist genau umgekehrt. Handfest ist die Kunst, der ganze Rest ist Blabla. Ja. Und da hatte der Jan Hutt natürlich aufgrund einer Diskussion mit uns die Idee, ich zeige denen mal jetzt, was wirklich Theoria heißt, denn in altgriechischen Theater war der Theoros, also der Theoretiker, der Besucher, der Zuschauer. Mhm. Der saß auf den Rängen, wie hier in Kassel oben auch, und wer da saß, war Theoretiker. Das heißt, man wollte den Leuten zeigen, euer Quatsche hier, ihr Bankeridioten, ihr Quatsche über Praxis und Theorie ist ja hinfällig, ihr seid ungebildet, deswegen wisst ihr gar nicht, was ein Theoretiker ist. Ich setze euch jetzt eine Tribüne auf den Platz und dann habt ihr die Theoretiker. Wer da drauf sitzt, ist Theoretiker nach altgriechischem Brauch. Es ist nämlich einer, der die Intelligenz haben muss, durch anschauende Betrachtung das, was da unten vor sich geht, in einen Zusammenhang zu stellen. Der eine macht so, der andere macht oh, und ja, auf dem Theater beispielsweise. Und dann muss ich wissen, also eben hat das Ehepaar Streit und schlägt ihr Kind. Also das muss ich selber als Betrachter. Die Definition einer Inszenierung. Ja, richtig. So war das gemeint. Das heißt, der Theoretiker war plötzlich auf der Tribüne etabliert. Der Theoretiker ist der Zuschauer. Das heißt, das ganze dumme Pack, das da immer hereinredet und sagt, Theoretiker, das sind ja alles blöde Menschen. Wir sind die handfesten
Praktiker. Wir haben jetzt bewiesen seit 2008, was die Praktiker leisten. Ne? Schrott, Ausnahme des ganzen restlichen Bevölkerungspotenzials, der Ersparnisse der Menschen etc. Wir haben ja immer hier von der Wahrnehmung der Dokumente diese Diskrepanz zwischen dem, zwischen der unendlichen Diskussion, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, was darf Kunst, was soll Kunst nicht sein. Und gerade jetzt. Also kindische Diskussion. Als man den Schrotthaufen errichtete hier hinter dem Bahnhof, dann wurde es ganz besonders schlimm, was das soll Kunst sein. Ja? Mhm. Also dabei kann sich gerade an dem Schrotthaufen viel entzünden und viel meines Erachtens absondern. Sie haben es ja gerade gesagt, lassen wir mal die Zuschauer auf den Bänken sitzen und die Experten sprechen, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Also man muss sich, wenn ich so verstehe, wie Sie da sagen, man muss sich damit beschäftigen. Man muss sich wirklich genau mit den Inhalten beschäftigen, um sie dann definieren zu können. Ja, das gilt ja überall. Das wäre kein Charakteristikum für Kunst. Das müssen Sie beim Automobilhandling machen oder in den Werkstätten. Ja? Ja, die guten Unternehmer, die mittelständischen Leute, die wirklich was leisten, die selber anpacken, selber so eine Firma hochbringen mit 20, 30, 40, 50 Leuten oder vielleicht sogar ein paar hundert. Das sind ja die Leute, die auch Bescheid wissen. Das heißt, die wissen, wie viel sie denken müssen, wie ungeheuer theoretisch gebildet sie sein müssen, um so einen Laden zu organisieren, um ein Produkt richtig zu lancieren etc. Und da geht es also in der Kunst um die gleichen Dinge. Aber das Besondere an der Kunst und Wissenschaft ist ja nicht, diese oder jene Definition aufzustellen, sondern es ist einfach ganz was Simples. In normalen Kulturen sagt man das, was der Familienvater, das geistliche Oberhaupt, der Fürst oder der Bischof oder wer immer für richtig hält, oder die Tradition und Sitten. Das heißt, normalerweise sprechen in Kulturen, in deren Zentrum eine Religion steht, sprechen diejenigen das, was diese sechs klassischen Instanzen, Kultur und Sitte, geistlicher und weltlicher Führer und der Papa, nebst den Spiritualagenten, Priestern oder was immer, einem rät. In Europa entsteht plötzlich im 1400 etwas, was Europa in einem Schlag, obwohl es bis dahin China unterlegen war, Nordkorea und Südkorea unterlegen war. Ja, es war noch eine Einheit. Die Koreaner haben 80 Jahre vor Gutenberg mit beweglichen Lettern, also 80 Jahre bevor unser Triumph angeblich mit den beweglichen Lettern in Frage kommt, haben die das schon gemacht. Trotzdem holt Europa plötzlich das überlegene China, das überlegene Korea, das überlegene Japan ein, von allen anderen mal zu schweigen, Indien etc. Warum? Weil sie es zulassen, dass einzelne Menschen auftreten und die sagen, hinter uns steht kein Volk, kein Markt, kein Geld, kein Fürst, kein Präsident und legitimiert, was wir sagen, sondern wir sagen etwas, nur als wir selbst, ich, ein kleines Individuum, ein Subjekt, wage etwas Bestimmtes über die Welt zu sagen und das darf ich, weil ich als Künstler und Wissenschaftler diese Lizenz erhalte. Hier dürfen Menschen als Individuen, als Einzelne etwas sagen, was durch nichts gedeckt ist. Also natürlich wissen Sie, warum das zugelassen wurde, weil die Führer der Kulturen sagten, was kann uns schon jemand Schaden bringen, der selbst sagt, hinter mir steht nichts. Ja, ja. Aber das war die große Sensation, das heißt Künstler und Wissenschaftler entstanden im 14. Jahrhundert in der Weltgeschichte zum ersten Mal und bis heute weltgeschichtlich einmalig, weil die Kontrolle durch die Kulturen und Religionen aufgegeben wurde. Es durften gewisse Leute sprechen, ohne die Zensur der weltlichen oder geistlichen Mächte einer Kultur erwarten zu müssen. Und das war die große Sensation, das heißt Kunst und Wissenschaft. Hier stehe ich, ich sage etwas und ich bin nur deswegen eine Autorität, weil ich ein Autor bin. Auf Lateinisch ist dasselbe Wort, Autoritas, Autorschaft und Autorität. Also gab es bei den anderen Autorität des Marktes, wie heute überall herumgeblasen, der Markt will nicht, der Wald nützt nicht, der Markt, ja, das ganze Quatsche, das Schicksal, die Götter etc., das war natürlich alles Bluff. Hingegen sagten die, wir sagen etwas. Und zwar jeder als Einzelner. Und das, was wir sagen, können wir so gut begründen, dass ihr auch zuhört, wenn wir euch nicht bestrafen können, wenn ihr weggeht und nicht belohnen könnt, wenn ihr zuhört, wenn ihr Akklaseure macht. Das war die Sensation. Und da beginnt die Kunst als Selbstverständnis und die Wissenschaften und nicht bei irgendeiner Definition. Von Epoche zu Epoche hat sich das dann gewandelt. Wann kann man sagen, um es mal etwas abzukürzen, wann hat die moderne Kunst eingesetzt? Ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, den Streit zwischen Modernen und Tradition gibt es immer. Jetzt dachte ich, wir kommen mal ins 19. Jahrhundert. Der Streit, man darf sich eben nicht solche beliebigen ideologischen Rechtfertigungen hingeben. Man muss die Sache bei den Sachverhalten suchen und nicht nirgends sonst. Das heißt, den Streit zwischen den Alten und den Modernen gibt es immer schon.
Da war es der Streit zwischen den Platonikern und den Sophisten, ja, zwischen den Wahrheitsrepräsentanten und den Praktikern der Alltagskommunikation. Ja, das ging immer so weiter. In Frankreich haben sie in dem 17., 18. Jahrhundert durchgehend die Querelle, also den Streit, die Dissension der Alten mit den Modernen. Ja, das gibt es überall. Warum? Es ist ganz einfach zu verstehen. Wenn Sie etwas haben, dann wird es langsam selbstverständlich. Und dann vergessen Sie es ganz. Ja, was Sie immer haben, was gar kein Problem ist, vergessen Sie es. Es wird redundant. Was haben Sie denn davon, wenn Sie das, was Sie als gesicherten Bestand haben, überhaupt nicht mehr bei sich haben, weil es ist völlig gleichgültig, es ist so sicher, dass Sie gar keinen Gebrauch mehr davon machen. Dann brauchen Sie etwas, um dieses Alte in neuer Kraft energisch vergegenwärtigen zu können. Und das ist das Neue. Wenn aber etwas Neues ist, worauf alle Künste, alle Wissenschaften abonniert sind, jeder ist verpflichtet auf das Neue, dann ist das Neue bestimmungslos. Da kann ich es entweder zerstören oder ich kann es leugnen. Beides sind sehr unzivilisierte Verhaltensweisen. Wenn ich einen richtigen Gebrauch mache, dann ist auch klar, dann kann ich vom Neuen her nur auf das Alte mich beziehen. Und wenn ich vom Neuen her den Druck des Neuen, ohne es zerstören oder zu leugnen, das Alte betrachte, wird das Alte plötzlich völlig neu. Das heißt, als die Expressionisten anfingen, da 1905 bis 1909 ihre großen Pamphlete von Dresden angefangen in die Welt zu setzen, haben die Leute erst gesagt, Schmiererei, weg damit. Oder gar nicht erst leugnen. Ja, nehmen es gar nicht zur Kenntnis, ja, Blödsinn. Oder die Intelligenten haben gesagt, Moment mal, das wissen wir zwar nicht, was das ist, aber wir lassen uns mal anleiten, in der Geschichte zurückzugehen. Und da war ein Mann, der hieß Cossio und der war der Kurator des Madrider großen Museums. Und der sagte, Mensch, sowas, was die Expressionisten mir hier zeigen, kann ich doch irgendwie vor. Da war doch mal ein Mann, so Anfang des 17. Jahrhunderts, der ist 1614 gestorben, den gucke ich mal an, der hieß El Greco. Und als man El Greco mit den Augen der Expressionisten ansah, sah man El Greco, der seit 1614 niemals gezeigt wurde. Kein Mensch hat ihn gesehen. Ach ja. Sah man in völlig neuen Augen und plötzlich wurde durch die Expressionisten der Maler El Greco geschaffen. So wie wir El Greco kennen, ist er ausschließlich ein Produkt der modernen Avantgarde. Schon im Prado? Der war seit 1614, sage ich Ihnen doch gerade, nie wieder gezeigt worden. Der war im Depot. Muss ich gar nicht, ja. Der war im Depot. So ging es allen. Vor Giacometti, dem Mann mit den dünnen Figuren, ja, der Figuren so zeigt, wie man sie aus der Ferne sieht. Dann, wenn ich in die Ferne gucke, da hinten sehe ich einen, ist der so groß. Dann holt er den Fernblick, die Television, ganz nah ran und lässt mich ganz nah das sehen, was ich fernsehe. Also wirklich das Televerfahren, das ganz Ferne nah gesehen, aber als Fernes, also intelligent. Der Mann schafft alleine die Kykladenkultur. Vor Giacometti hat es keine Kykladenkultur gegeben. Und so geht es für die ganze Moderne. Alles hat sich bewährt, die Moderne hat sich bewährt, weil die gesamte Kulturtradition, Ägypten, Hethiter, Zweistromland, Babylonien, die alten Griechen, die Römer, alles mit völlig neuem Blick vergegenwärtigt hat. Das Resultat war Bau der Museen, denn ein Museum ist ein Bau, in dem ich das, was ich aus der Vergangenheit, die längst vergangen war, wieder hervorhole, um es mit ganz neuen Augen zu sehen und als neue Wirkungskraft zu sehen. Also im Museum ist die Vergangenheit gegenwärtig. Und deswegen ist das Museum der interessanteste Ort der Weltgeschichte. Kann man also sagen, dass jede Dokumente neu sozusagen Perspektiven und Möglichkeiten vorgibt, Kunst zu definieren? Nein, definiert wird nichts. Es ist ein Faktum. Es ist eine Form des sich Einlassens im Unterscheiden. Und beim Unterscheiden müssen Sie ja immer Kriterien der Unterscheidung haben. Sie müssen also sagen, wenn einer sagt, ich als Abgeordneter, dann spricht er nicht als Künstler und Wissenschaftler, der sagt ja, er spricht ja nur in der Funktion des Abgeordneten. Ich als Vertreter meiner Partei, da spreche ich nur als derjenige, der zur Partei, aber niemals als Künstler und Wissenschaftler. Denn der Künstler und Wissenschaftler sagen, ich als Autor sage, und Bezug auf meine anderen Autoren, die Kollegen, die auch Autorität durch Autorschaft sagen, sagen auch. Und dann mache ich Fußnoten meist an. Wenn ich sage, im Namen des Vaters, des Sohnes, dann spreche ich ja nicht selber. Wenn ich sage, im Namen des Marktes, im Namen der Sachzwanglogiken, die sich heute in der Technologie ergeben, spreche ich nicht als Wissenschaftler, sondern spreche ich nicht als Künstler und Wissenschaftler, sondern als Vertreter irgendeiner Macht. Das Entscheidende ist, zu fragen, wer spricht. Und mit welchem Anspruch spricht er? Und kann er mehr als eine Tagespointe, einen Witz, das ist ja noch schon sehr viel,
bieten. Und da ist die Kritik an der jetzigen Dokumente, es gibt nicht ein einziges Werk zu sehen, es gibt nur Pointenformulierungen, von denen man gar nicht wissen muss, wer es macht. Das ist eine in sich selbst sozusagen sich erhellende Pointe, wie eine Tageszeitung. Ich lese die Tageszeitung, ach, ganz schön. Ja, so, genauso passiert es da. Man fragt nicht, wer sind die Künstler, man fragt nicht, was haben die überhaupt entwickelt. Ist das nur ein Teil aus einem zusammenhängenden Denken? Haben die Leute 15, 20, 30 Jahre intensiv gearbeitet? Und das muss man als Künstler, bevor man den Mund aufmacht, muss man bereits 30 Jahre lang kontinuierlich gearbeitet haben. Wenn diese Dokumente ja von den unterschiedlichsten Leuten, vom ganz normalen Bürger Kassels, der neugierig guckt, bis zum Kunstexperten wie Ihnen wahrgenommen. Dadurch entstehen ja auch vollkommen unterschiedliche Perspektiven, Ansichten und vielleicht auch deswegen sollten dann aber die Leute nicht immer wieder fragen, wie definiert sich Kunst? Ist das moderne Kunst? Ist es keine Kunst? Ist es gute Kunst? Ist es schlechte Kunst? Nein. Sie müssen ihre Haltung klären. Sie sind der Theoretikos. Das heißt, der Betrachter ist gezwungen, das, was er da sieht, in einen Zusammenhang zu bringen. Und wenn er sagt, ich formuliere das im Hinblick auf diejenigen, die es sagen, die Künstler oder die Wissenschaftler, das ist ja eine Einheit. Beide sind kreativ, beide sind auf Neuigkeit abonniert, beide müssen durch sich selbst legitimiert sein. Der Künstler kann nicht sagen, ich habe ein Zeugnis oder Herr Kanzler Kohl hat mir bescheinigt, ich bin ein großer Maler, würden alle lachen. Es kann kein Wissenschaftler sagen, ja, also ich habe bei meiner Tante das Zertifikat, dass ich immer schon fröhlicher Junge gewesen bin. Das nützt nichts. Das heißt, da muss man sich darauf einigen, beziehungsweise muss sich mit sich selbst darauf einigen, zu sagen, ich schaue nach, was mir für Möglichkeiten geboten werde, das ganze Sammelsurium von lauter kleinen Pointen, Einzelheiten in irgendeinen Zusammenhang zu bringen. Am besten in den Arbeitszusammenhang eines Künstlers, denn daraus erfahre ich am meisten. Zweitens in den Gesamtzusammenhang einer Zeitgenossenschaft, das ist auch schon sehr viel, und einer geistesgegenwärtig der Leute, sind die eigentlich von heute, sind das Konzepte. Das meiste, was Sie auf der Dokumenta sehen, haben Sie schon 100-mal gesehen in den letzten 30, 40 Jahren. Da ist nichts neu, da ist kein Druck des Neuen, nichts da. Einiges, ja. Also ich sehe nichts. Können Sie mir etwas sagen, was da noch nie gesehen worden ist? Die Dokumenta 13 hat mit einem Eklat begonnen, da möchte ich kurz noch drauf kommen. Der Künstler Stefan Balkenhol hat eine Ausstellung gemacht, sehr naturalistisch, sehr handwerklich, in der katholischen Kirche, nah am Dokumenta-Gelände. Er hat auf dem Kirchturm auf einer goldenen Kugel einen Menschen positioniert, der entweder schweben, fliegen oder was weiß ich will. Das hat die Dokumenta-Leiterin dazu bewogen zu sagen, das würde sie in irgendeiner Form stören. Nun hat die evangelische Kirche, wie man so schön sagt, als Trittbrettfahrerei hat sie in E-Mails geschrieben. Ja? Sie würde das als Trittbrettfahrerei verstehen. Das ist ja unerhört. Gut, das ist Ihre Ansicht dazu würde ich gerne nochmal hören. Das ist ja sehr einfach. Die Leute, und auch diese Frau, sind viel zu ungebildet, um die Voraussetzungen für so ein Werk von Balkenhol zu sehen. Zum Beispiel der Mann auf der Kugel. Ja. Man muss wissen, dass er in Inneren normale Alltagsmenschen in der künstlerischen Präsentation zeigt, wie man früher Kaiser des Römischen Reiches sein, zum Beispiel Kaiser Konstantin. Das war der Mann, der 320, 330 das Christentum zur neuen Staatsreligion befördert hat, so sagt man jedenfalls, dem eine offizielle Rolle gegeben hat. Also kriegt es der Balkenhol fertig, dadurch, dass er einen Jedermann von heute in Gestalt des Kaiser Konstantin zeigt, uns aufzufordern, dass wir heute nachvollziehen, was damals passiert ist. Nämlich die Basilika, einen römischen Bau, der für Markthallen und Gerichtsurteile zuständig war, umzuwandeln in ein Museum. Sondern in einen tatsächlichen Sakralraum. Das war der Beginn der des Kirchenbaus. Und der muss bestimmte ikonografische, also bildsprachliche Formen des Ausdrucks präsentieren, weil die Menschen ja nicht alle lesen, schreiben konnten. Sie konnten sich also nicht auf das Wort berufen, sie mussten etwas visuell sehen. Beim Sehen ist es aber klar, dass man sich täuschen kann. Da muss man also ungeheuer geschickt sein, mit dem bildlichen Eindruck durch die Augen einen Gedanken zu verbinden und das beides zu kritisieren. Er macht das fantastisch. Der Mann auf der Kugel oben ist nämlich der Mensch, wie er vor der Etablierung des Christentums sich in der Welt sah. Er rotiert als Zufallsgeschöpf auf einer Kugel. Denn die alte Fortuna, die römische Glücksgöttin, wurde dargestellt, wie sie auf einer Kugel balanciert. Alles war sozusagen bis in die Renaissance noch Segel der Fortuna bei Rucellai von Alberti, alles immer dasselbe Motiv, eine Kugel darauf balanciert. Dürer macht das noch und zeigt die Fortuna. Im Zirkus wurde noch bewundert, wie Menschen geschickt auf der rollenden Kugel balancieren können, oder sogar Affen oder Elefanten oder Tiere anderer Art. Es hieß also, was heute
wieder passiert, ist, jedem zu sagen, was redest du eigentlich? Du hast doch die gleiche Chance wie ich, im Lotto eine 6 zu gewinnen. Das stimmt ja. Das war damals vor dem Christentum auch. Das ganze Welt war nur ein Glücksspiel. Das ganze Leben war ein Glücksspiel. Das Christentum veränderte das. Und das ganze Leben gestört, das verstehe ich nicht. Ja, weil sie zu dumm ist, sowas zu kapieren. Und auf der anderen Seite ist sie zu fixiert auf die Markentechniken. Das heißt, sie ist eine Abgesandte des schnöden Alltagsgeschäfts von Kaufen und Verkaufen. Für sie ist die Dokumente ein Markenzeichen und wie jeder andere würde sie sich, hat sie sich, wie jeder andere auch, sich gegen den Brauch des Markenzeichens durch einen anderen zur Wehr gesetzt, beziehungsweise auch nur, wenn jemand in die Nähe der, wie sie sagt, Trittbrettfahrerei zu dem großen Markentriumph Documenta kommen, wollte sie ihn verklagen. Das ist ja selbstverständlich, aber sie kapieren immer noch, keiner kapiert bisher und kümmert sich keiner darum, was hat der Balkenhütter geleistet? Was hat die katholische Kirche im Widerstand gegen diese Frau, die nur wirklich also in dieser Hinsicht das größte Sakrileg an der Kunst begangen schön hat, nämlich ja, Zensur auszuüben. Widerstand geleistet. Ja, eben. Die Kirche leistet Widerstand gegen Zensur. Die Documenta-Chefin berufen, die Freiheit der Künste und Wissenschaften zu fördern, übt Zensur aus. Und das auch noch schriftlich mit Belegen in E-Mails. Das ist sowas. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die protestantische Kirche Sie hat natürlich gleich... Sie haben ja in Ihrer Laudatio gesagt, dass die evangelische Kirche aus Feiglingen besteht. Das fand ich witzig. Ja, das ist ja oft gewesen. Also sie hat ja bewiesen, dass sie das nicht will. Sie verwandelt ihre Kirchen in Diskos und glaubt, damit sei sie modern. Das ist die Konsequenz. Ja, dann kann ich es auch gleich ganz aufgeben, hat ja die evangelische Kirche rundum gemacht. Da ist ja nicht viel zu holen. Da lobe ich mir wenigstens noch ein paar Leute aus der anderen Fraktion. Ich selber bin nicht katholisch. Ich bin auch aus der protestantischen Kirche ausgetreten wegen dieses Gehampels. Aber der Kern der Sache, dass niemand mehr bereit ist, überhaupt hinzugucken und zu sehen, was macht der da? Das heißt, er sagt, so wie vor der Einführung des Christentums, mit einer neuen Ethik, mit einer neuen Bestimmung des Lebens im Heilsgeschehen, Zusammenhang etc., standen die Menschen da auch. Alles war bloß Zufall, alles war bloß Schicksal, sie konnten sich nichts anders wehren, als ein bisschen auf dem zufälligen Ebene rumzutanzen. Das ist heute wieder der Fall, denn heute sagt man nach Ende der christlichen Bestimmtheit des menschlichen Heilsgeschehens oder der geschichtlichen Auffassung, sagt man ihnen wieder, wieso? Wir erfüllen doch den Gleichheitsgrundsatz, ihr habt alle die gleiche Chance, im Lotto zu gewinnen. Das ist genau dasselbe wie 300 nach Christus vor Einführung der konstantinischen großen Ideen, Christentum vor allem seine Mutter gestützt, die Helena, und heute das Gleiche wieder, dass der Balken mit einer einzigen Figur sagt, Moment mal, wie in altrömischen Zeiten, die der Herr Bundesaußenminister als dekadent dargestellt hat, ja, römische Dekadenz, zeigt er, vor der Einführung Christentum war das ganze Leben nur ein Zufallsakt, das heißt ein ewiges Lottospielen. Jetzt ist es das schon wieder, weil uns die hohen Herrschaften aus der Politik, die das Volk angeblich repräsentieren, ihr sagen, mit euren Milliarden könnt ihr uns mal hintenrum, wir verschleudern jetzt gerade eure Ersparnisse, eure Renten, eure Altersvorsorgen, das ist ja das Geld, das sie da freihändig verteilen in die Welt und wir sitzen wieder auf der Kugel. Das heißt, es wird applaudiert einer Zirkusnummer des Lebens, weil da einer auf der Kugel rumtanzt und alle freuen sich, wenn er runterfällt und zermatscht wird. Das ist das moderne Unterhaltungsgewerbe. Herr Professor Brock, bleiben wir noch mal einen Augenblick auf der Kugel. Wir als Nordhessen sind natürlich stolz auf unsere Documenta. Sie sagen aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die Documenta ist zunehmend auf dem Weg, sich zu kommerzialisieren, sprich zu einem Markt. Nein, kommerzialisieren würde ich nicht meinen. Es geht nicht darum, einen Marktwert eines Künstlers zu erhöhen, sondern das Denken hat sich kommen. Das heißt, es ist doch so, wenn wir doch denken würden, die Banken würden kommerziell denken, die würden ökonomisch rational. Das tun sie gar nicht. Sie tun das Gegenteil. Statt ökonomisch rational, also dafür zu sorgen, dass etwas wächst und bescheiden und so weiter, ja, haben sie das Gegenteil gemacht, zerstört. Genau das ist hier. Anstatt zu sagen, rationale Bewahrung, etwas, was erreicht ist und sinnvolles Ausbauen, bis man eine weitere Position gewinnt, zerstört man das. Dieses Denken hat alle diese Köpfe infiltriert. Die können gar nichts anders mehr denken. Die sind auf diese Art von jugendlicher Markenprägung ausgerichtet und alles, was sie quaken, ist tatsächlich von der gleichen Art. Es gibt nicht einen vernünftigen Satz von dieser Frau. Ich habe sie alle durchstudiert. Und in jedem steckt ein grundlegender Widerspruch, sodass man weiß, die kann nicht denken. Wenn ich sage, wir sind hier auf der Documenta auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, ja, ein Modewort der Ökologiedebatte, und dann zu sagen, strapaziert und keiner weiß, was damit gemeint ist. Naja, das wäre noch, das teilt sie mit anderen. Aber dass sie gleichzeitig sagt, aber wir sind strikt gegen Logozentrismus. Das heißt, gegen Begriffs
Definitionen, die eine Unterscheidung hergeben. Aber Nachhaltigkeit ist ein entscheidender logozentrischer Begriff. Man kann nicht sagen, wir sind gegen die Logozentrik, aber einen der entscheidenden Begriffe des logozentrischen Denkens wie Nachhaltigkeit gleichzeitig als Parade vorhalten. Alle Sätze sehen so aus. Ich kann in jedem Satz, den Sie geschrieben haben, den reinen Blödsinn dieser Art von jugendlicher Markenidiotie nachweisen. Sie verwenden diese Begriffe wie Markenzeichen. Die klebt sich hier mal als Logo Nachhaltigkeit an, hier klebt sie sich irgendein Sportschuh-Geschäftsgedanken an, aber als Begriff natürlich. So sieht das aus. Was wäre zu tun? Ganz einfach, die sollen ihren Auftrag wahrnehmen. Und der Auftrag heißt, mit gutem Bemühen, durch Beratung mit vielen, den Zeitgenossen alle 5 Jahre, früher alle 4 Jahre, zu sagen, wir bitten euch das Angebot, euch über generelle Entwicklungstendenzen in diesem Bereich Kunstwissenschaft zu orientieren, sodass ihr ernsthafte Diskussionen führen könnt, dass ihr nachfragen könnt, dass ihr fragen könnt, oder wissen könnt, wen ihr eigentlich in die Debatte mit einbeziehen sollte, was das für euch im Alltagsleben zum Beispiel bedeutet. Denn jemand, der als Gesellschaft 26 Millionen oder was immer ausgibt, der hat ein Anrecht darauf zu hören, was das denn für eine Bedeutung habe. Als Kindergarten-Firlefanz ist das nicht rechtfertigbar und ein Dokumentarmagen ist rechtfertigungspflichtig. Ist es denn jetzt auch eine Frage der Berater, derjenigen, die entscheidungsbefugt sind, hier ich habe nicht gehört, dass es Berater gab. Zu differenzieren? Sie hat sich ja ihre eigenen Leute zurechtgemacht. Mir haben Wissenschaftler in der Aue gesagt, wie die vorgegangen sind. Die Frau hat gesagt, weg mit der schwarzen Wagen, kommt hier nicht her, hüllen Sie auf. Aber ich bin eingeladen vom ZGM, das hier so zu machen. Das ist meine Arbeit. Machen wir, was Sie sagen, weg damit. Zack, so sind die aufgetreten. Ja? Diese Frauen da haben sich angemaßt, sozusagen, sie sind sicher Ökofeministin, mit einer Art von unglaublicher Rigidität, ohne jedes Verstehen. Dass sie nichts davon verstehen, zeigt sich ja in den schriftlichen Äußerungen. Also man hat die Erdbeeren und die Hunde nicht gefragt. Das Denken nennen sie auch noch das Buch der Bücher. Also jemand, der so blöd ist, den Namen der Bibel für seine Dokumente anzuführen. Ja, der ist sowas hinterm Mond. Wenn er das vor 150 Jahren gemacht hätte oder auch noch vor 80 Jahren, hätte man noch kurz gelacht, haha. Aber jetzt ist es eine Saudummheit. Eine nicht rechtfahrende Blödheit. Ja? Das Buch der Bücher als Dokumentarkatalog, in dem nur Schrott steht. Es gibt keinen Satz, der haltbar wäre. Alles widerspricht sich gegenseitig. Das ist völlig unsicher. Gott, ich würde das ja gerne mit Ihnen durchgehen, da fehlt uns nur die Zeit. Lassen Sie mir nur eins sagen, was mir ganz wichtig ist. Sie waren dabei, als die Balkenhol-Geschichte, die unendlich komplex ist, kann man jetzt hier nicht schildern, eröffnet wurde. Ja. Da stand die hessische Ministerin, wenn ich richtig orientiert bin, die für Wissenschaften und Künsten auf und hat gesagt, wir haben der Frau Dokumentarmacherin die volle Freiheit gegeben. Wenn sie davon Gebrauch macht, indem sie Herrn Balkenhol verbietet, dann ist es der Ausdruck der Freiheit. Also Zensur ist der Ausdruck der Freiheit der Kunst. Das können Sie sich heute als Politiker leisten, ohne sofort in die Klapsmühle geschickt zu werden, wegen völliger Unfähigkeit Begriffe zu benutzen oder wegen Sabotage demokratisch legitimierter Orientierungen auf irgendwas auch. Nun hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Kassel ja auch auf diese Seite oder Einstellung positioniert und wie ich meine... Im Dritten Reich haben sich so und so viele Millionen auf die Seite der Idioten gestellt und das gilt immer. Ja, ja gut, der Vergleich ist jetzt weit hergeholt. Wieso denn? Wenn das Argument ist, es haben sich die auf die Seite gestellt, das ist doch kein Argument. Wer sich wem auf die Seite stellt, das könnte beliebig manipulieren. Ich glaube, es ist für die verantwortlichen Leute, sei es Ministerin, Oberbürgermeister, sehr schwierig, es jedem recht zu machen und in diesem... Wo ist denn das Recht machen? Was heißt das Recht, Mann? Sie reden ja schon fast genauso wie die. Nein. Sie müssen doch nicht jedem rechnen, Sie müssen das rechtfertigen, was Sie sagen. Ich versuche und wenn nur, Sie sagen, mir, als mir Minister, eine Erklärung zu schaffen. Die Erklärung warum das liegt in der abgrundtiefen Dummheit des Personals, das hier ausgewählt wird. Weil Dummheit, früher musste man eine Leiche im Keller haben, um gewählt zu werden. Heute reicht die Dummheit, die Verfallenheit an die Alltagsgewohnheiten der konsumeristischen Jugend, um gewählt zu werden. Nur wer dumm ist, kann in dieser Hierarchie aufstehen. Sonst würde es sofort auffallen, dass der ja nur Stuss redet. Also müssen Sie alle Stuss reden, damit das eine Offenbarung ist. Sie sind alle gleich, also muss dahinter irgendwas logisch stehen. Es ist doch absurd, dass eine Ministerin sagen kann bei der Eröffnung, Zensur zu üben ist der Ausdruck der Freiheit. Das ist grotesk. Und wenn das eine ganze Bevölkerung, und der Oberbürgermeister, so wie Sie sagen, ich weiß es nicht, sich sogar noch hinter sie stellt und alle sich hinter ihr scharen, dann wissen Sie ja selber, den Rückschluss zu ziehen. Der Stadtrat war Sie sehen es heute auf der Finanzebene, Sie sehen es in der Bankerebene, Sie in der politischen Ebene. Da haben Sie den Salat. Wenn die Leute nicht das Einfachste bestimmen können, weil sie nicht mehr ausgebildet sind, weil sie keine Ahnung mehr haben, sondern nur machtgeil, machtwahnsinnig sind, autokratisch sagen, ich bin hier, ich sage, ich bestimme und du hast dich zu kuschen, da
das ist das Resultat. Machen wir zum Schluss noch eine... Und ich soll sagen, selbst die wirtschaftswissenschaftlichen Zeitungen, ja. Wirtschaftswoche oder weiß, wen sie auch immer nehmen, Handelsblatt, ganz scharfe Kritiker eben genau dieser sabotierenden Dummheit. Die größte Gefahr, die es heute gibt, ist die Dummheit der Macher. Die totale Unfähigkeit, auch nur die geringste Selbstkritik zu üben, überhaupt etwas zu hinterfragen. Die reden heute dies, morgen das, heute diese, morgen die, je nachdem, wie es passt. Daraus kommt eben das Elend, das wir heute weltweit beklagen müssen. Bei der Bankenkrise wird das wohl so gewesen sein oder noch immer sein. Darf ich noch kurz zur Documenta, zur aktuellen zurückkommen? Unsere Zeit ist vorangeschritten. Gefällt Ihnen irgendetwas an der Documenta 13, wo Sie sagen, das würde ich akzeptieren, das gefällt mir als Kenner der Materie? Also ich würde so ein halbes Dutzend Arbeiten als brauchbar für die Diskussion und für die Analyse heutiger Gegebenheiten und Problematiken ansehen. Das ist nicht viel, oder wie viel, ich weiß gar nicht, wie viel sind da, mindestens auch 100 und so viel. Ja. Ich habe mich redlich bemüht. Mich interessieren vor allem Werkgedanken, das heißt, in welcher Weise Künstler oder Wissenschaftler auf mehr als das momentane, den Alltag bestimmende, diesen gerade Moment bestimmenden Witz oder ironische Pointe einlassen. Das heißt, indem sie wirklich einen übergreifenden, über ihre Einzelheiten hinausgehenden, auch transkulturellen, also universal-zivilisatorischen Gedanken prägen. Also etwas, was wirklich der Menschheit zugutekommt. Können und nicht Sie mir ein selbst. Kurzwerk sagen oder zwei, wo Sie sagen, okay? Also zum Beispiel der berühmte Wind im Fridericianum. Das ist natürlich klar, jeder, der reinkommt, ihm fällt sofort ein. Ist mein Walter, Favorit, der Wind. Ja, fällt jeder ein. Walter Benjamin sagte, Fortschritt sei der Wind, der aus dem Paradiese wehrt und uns von den Anfängen paradiesischer Unschuld voraus treibt. Ja? Und das Entscheidende ist, nein, sehr nicht, gut. Dass das da geboten wird. Das Entscheidende ist, sie drehen sich auch um. Mhm. Sie gehen ja mit dem Wind und gegen den Wind. Das heißt erst, wer diese Kehre macht und mal mit dem Wind à la Benjamin und mal mit dem gegen den Wind à la Brock, nämlich das Altern ist ein Sturm aus der Zukunft. À la Brock, genau. Ja, das Altern ist ein, hören Sie mal, das Altern ist ein Sturm aus der Zukunft. Und der Fortschritt geht dahin, wie jeder Bergsteiger weiß, nach oben geht es da, wo der Widerstand am größten ist. Mit anderen Worten, ich kann mich durch den Widerstand, der mir entgegenkommt, orientieren auf das hin, was ich eigentlich will. Je stärker der Widerstand ist, ja, dann fällt einem ein, die große geniale Erfindung der Menschheit, das Kreuzen gegen den Wind, das Parallelentwickeln von Denken und abstrakter Orientierung im Gedankenraum und der Orientierung im abstrakten Seeraum, wo sie auch nichts mehr sehen. Ja. Das sind die großen Leistungen, ja, Segeln gegen den Wind. Das muss man erst mal kapieren, was das kulturgeschichtlich bedeutet hat. Sowas fällt einem da alles ein und ich bin schon froh, wenn eine Arbeit einen Anlass gibt, mindestens 3, 4, 5 grundsätzliche Aspekte zu erinnern. Und dann ist es auch gleichgültig, ob der nur das eine oder das andere vertritt, ob der nun Benjaminsche oder Brocksche oder wie immer ist, ja, ob aus der Wind aus dem Paradiese oder ob das Altern ein Sturm aus der Zukunft ist. Und wir wissen ja, der Fortschritt ist ein Sturm aus der Zukunft und nicht ein schönes Lüftchen, das uns vorwärts treibt. Der treibt gar nichts vorwärts. Wir müssen Widerstand entgegengehen. Das ist mir dann eigentlich gleich. Die Arbeit bietet jedermann, der aufmerksam ist, die Möglichkeit zu erproben, was da gesagt wird, indem er sich mal umdreht und gegen den Wind, damit den Wind geht und dabei seine Gedanken entwickelt, nämlich im Hinblick auf seine Theoretikerfähigkeit. Er muss selber wissen, was er mit diesem Phänomen anstellen kann. Ich fand das Sanatorium gut in den Auen. Ich habe mich dort behandeln lassen, habe eine Therapie mitgemacht. Aber sowas haben wir in Deutschland inzwischen seit 50 Jahren überall an jeder Ecke. Also Sanatorien von Künstlern und Kliniken, das ist nichts Neues. Das ist gar nichts im Hinblick auf die Orientierung. Das machen andere Leute als Künstler viel besser. Aber es hat für eine Documenta schon mal was Neues und ich fand für eine Documenta auch. Nein, mal gerade nicht. Gut. Dazu muss man wissen, was bereits alles gezeigt worden ist. Sie sind der Experte, ich bin nur der Besucher der Documenta. Nein, gar nicht. Und versuche daraus das Beste zu machen. Dann empfehle ich Ihnen auch, machen Sie mal das Beste aus der Finanzkrise, machen Sie mal das Beste aus Ihren Zukunftsaussichten auf der Müllhalde der Geschichte. Ja. Und sagen Sie mal den 50% arbeitslosen Jugendlichen in Frankreich, England, in Spanien, Italien, Griechenland, sagen Sie doch mal, ja, wir machen das Beste daraus, bitteschön, Herrschaften, das ist ja man alles. Man sieht, die Kunst bietet viele Metapher zur Realität, das kann man so sagen. Ja, die Realität ist das eine, die Wirklichkeit ist das andere. Ja. Die Wirklichkeit ist das, worauf wir keinen Einfluss haben. Denn wenn wir nicht annehmen, es gäbe etwas, was wir mit aller Macht nicht bezwingen können, mit aller Maschinengewehrmacht, mit aller Atomkraft, mit allem politischen Willen nicht zwingen können, dass eine eigenständige Ebene, früher nannte man das Gott,
dann nannte man es die Natur, dann nannte man es die Systemlogiken oder was auch immer. Wenn man nicht annimmt, dass es etwas gibt, das wir mit aller Macht nicht unter unseren Willen zwingen können, dann sind sie wirklichkeitstauglich. Wenn nicht, gehören sie in die Psychiatrie. Sie können sich dann ihre Wirklichkeit, wie man so sagt, selber basteln. Und das, so ist das hier. Jeder macht sich seine Wirklichkeit. Wie bei Dürrenmatts Physikern. Ja, genau. Okay. Herr Professor Brock, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Danke für Ihre Ausführungen. Die sind wunderbar, vor allen Dingen sehr kritisch. Und der Gegenwind, den Sie erzeugen, ist hoffentlich noch lange anhaltend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es geht ja jetzt erst los mit der Diskussion. Okay. Danke Ihnen. Ciao. Meine Damen und Herren, das zur Dokumenta, zur Geschichte der Dokumenta, zur Vorgeschichte der Dokumenta und zum Nachdenken. Tschüss.